Wir haben sie getroffen, die großen Stars des Chio-Reitturniers. Backstage haben sie uns berichtet, was das Weltfest des Pferdesportes so einzigartig macht. Herr Weißhaupt, wie gefällt es Ihnen in diesem Jahr auf dem Chio? Sehr gut wie jedes Jahr. Wie oft waren Sie schon auf dem Chio? Das ist mein viertes Mal und es ist jedes Mal wieder was ganz Besonderes hier zu sein. Was ist denn das Besondere am Chio? Alle sagen immer, der Chio ist das beste und tollste Turnier der Welt. Ja, das ist eindeutig so. Von der Atmosphäre, die Plätze, das Stadion, das rundum, die Reiter, sind nur die Besten da, ist alles vom Besten. Und wie gesagt, es ist immer schön, wieder hier zu sein. Ist die Atmosphäre im Jahr der WM besonders? Ist da mehr Druck dahinter? Können Sie dazu was sagen? Ja, das ist schon gut. Das ist im Grunde jedes Jahr ein Championat. Natürlich ist eine WM was ganz Besonderes. Ich habe gute Chancen, da mitzukommen. Deswegen ist mein Reitmann auch ein bisschen angespannter. Ich habe heute auch auf dem Weg zum letzten Sprung mit Gatoki sicherlich nicht ideal geritten. Passieren so Sachen, was man vielleicht normalerweise nicht passiert. Was haben Sie sich denn vorgenommen? Ja, es ist im Grunde erst angefangen. Wir haben noch 4 Tage. Ich habe mit Souvenir und Gatoki 2 tolle Pferde und werde versuchen, noch in den großen Springen mitmischen zu können. Wie gehen die Pferde mit der Hitze um? Es kommt darauf an, was für eine Art von Pferden. Wenn man sehr blutgeprägte Pferde hat, dann geht das besser. Wenn das ein bisschen heiße Pferde sind, die verkraften das besser. Wenn das eher schwere Pferde sind mit nicht so viel Blutanteil, die tun sich da eher ein bisschen schwerer mit. Wie bereiten Sie sich auf den Chio vor? Gibt es da eine besondere Vorbereitung? Im Grunde nicht. Vielleicht alles ein bisschen exakter und ein bisschen genauer wie zum normalen Turnier, aber im Grunde bereiten wir uns für jedes Turnier gleich vor. Und was steht jetzt nach dem Chio an? Der Turnierkalender ist voll. Ich habe bis Mitte September, glaube ich, jedes Wochenende ein Turnier auf der ganzen Welt. Es ist viel zu tun, viel zu fahren. Und es geht auf Lam Chio direkt weiter nach Châtilly in Paris. Vielen Dank, Herr Weißhaupt. Ja, danke.